Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fünfter April 1996, Karfreitag. Die Mutter Gottes, meine Kinder, kommt heute mit Jesus und mir vereint auf den Kalvarienberg. Wollt ihm in allem nachfolgen und euch nach meiner Führung richten. Durch die Liebesflamme meines Herzens erleuchte ich euren Lebensweg. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus, obwohl er die Wahrheit erkannte, hatte Angst, sich danach zu richten. Bittet um die Gnade der Erleuchtung und um Mut, die Wahrheit zu befolgen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus umarmt das Kreuz und drückt es an sein Herz. Obwohl er weiß, dass es ein Kreuz Werkzeug seiner Leiden ist, freut er sich dennoch, weil dieser Baum einst die Frucht zur Erlösung produzierender Baum sein wird. Er will euch ein Beispiel geben, wie ihr Gottes Willen empfangen sollt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt.
Er steht aber wieder auf, um sein Kreuz weiterzutragen. Und wenn ihr hinfallt, stützt euch auf die Kraft der Gnade und wandelt weiter auf dem Weg der Christusnachfolge. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Vierte Station. Jesus begegnet seiner tief betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, mein geliebter Sohn, ich begleite dich, ich bin mit dir, leide mit dir, damit ich nach Gottes Bestimmung im Werk der Erlösung deine Gefährtin sei. Die vielen Sünden der Menschen kann man nur so versöhnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Helfende Hand. Ach, meine Kinder, zögert nicht, wenn man anderen helfen muss. In allem soll euch die Liebe leiten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern,
und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mitfühlende Liebe, wenn ihr euren Mitmenschen helft, so helft ihr damit auch Jesus. Und Jesus prägt sein Abbild in eure Seele, damit sich in euch seine Gesinnung bilde. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wiederholt fällt das unschuldige Lamm wegen der Last der Sünden. Ihr fallt immer wieder in eure Sünden. Schaut jedoch auf den Sohn Gottes, der für euch zum Opfer wurde, und aus sein geduldiges und gehorsames Kreuz tragen, schöpft immer wieder neue Kraft. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.
Weinet nicht um meinetwegen. Das Weinen genügt nicht. Für die Sünden muss man sühnen. Mit dem Opfer meines göttlichen Sohnes verbunden, mit in mir vereinter Gesinnung wollt sühnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der letzte Zustand der Erschöpfung. Jesus will in seiner unendlichen Liebe auch die hartherzigen Menschen auf den Weg des Heiles führen. Es ist vonnöten, dass jemand auch in der heutigen Zeit für sie Sühne und Buße leistet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus, heiliger Leib, wird seiner Kleider beraubt. Er büßt wegen der Schamlosigkeit und Sittenlosigkeit der Menschen. Ach, welch tiefer Schmerz spaltete mein unbeflecktes Herz. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die rohen Nägel verschulden es, dass seine segnende Hand seine die Sünder und irrenden, suchenden heiligen Füße unbeholfen geworden sind. Jesus eifert uns ununterbrochen an, dass eure Hände seine Hände, eure Füße seine Füße seien und eure Herzen sein heiliges Herz. Somit sollt ihr alles mit ihm vereintun, immer mit ihm fühlen und mit ihm den Vater im Himmel verherrlichen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Erlösung ist vollzogen. Der Erlöser hat seine Sendung erfüllt. Es ist Gottes Wille, dass ich mit meinem Sohn bis zum Ende der Zeiten in geheimnisvoller Weise, aber immer mit euch sein soll. Ich als Miterlöserin begehe mit meinen Kindern ihren Kreuzweg und lasse sie teilhaben an den Früchten der Erlösung. Einen jeden Menschen möchte ich daran teilhaben lassen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein teurer Sohn, mein einziger, das war also der Wille des Vaters, der letzte Beweis sein der Liebe. Insoweit es möglich ist, bleibt ruhig und gelassen, wenn ihr den Willen des Vaters vollzieht. Einst werdet ihr es ohnehin erkennen, dass dies dennoch das alleinige und das einzig richtige und sichere Handeln war. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der teure heilige Leib ruht im Grab. Ich wartete mitten im eifrigen Gebet auf die Morgendämmerung von Ostern, den Anbruch des dritten Tages. Meine Kinder, möge eure Lage noch so aussichtslos sein. Mitten im eifrigen Gebet erwartet die Ankunft der Gnade Gottes, die Morgendämmerung. Jesus, ich bin auferstanden, Halleluja, und jetzt bleibe ich für ewig bei euch, Halleluja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und sei uns gnädig wegen deines heiligen Leidens und Sterbens. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gibt.